Hallo, willkommen, das ist der Rainer Rosshoff vom Survival Show Problemskund. Schön, dass du dabei bist. Da ist es nun, dieses Messer, und das gehört nicht mir, sondern das habe ich jetzt gerade dem Wolfgang abgenommen. Der Wolfgang und vier andere Teilnehmer bei einem Survival Trainer Abschlusswochenende, ja, die sind jetzt gerade unterwegs und bauen sich ihre Unterkünfte und haben jetzt 3 Tage nur mit dem Messer zu tun. Und dem Wolfgang habe ich das Messer abgenommen, er kriegt es natürlich eh wieder. Weil er hat schon eines, er hat das Krammer, und dieses Neck Knife hier, das braucht er dadurch nicht. Und jetzt habe ich ihn verwahren und habe die Erlaubnis, damit ein bisschen herumzuspielen. Und das habe ich auch gemacht, und ich finde dieses Messer sehr interessant, nämlich dahingehend, nicht von der Form her, sondern vom Gewicht. Es ist extrem leicht, ja, es ist extrem schmal, also wenn du das schaust, ja, ist extrem schmal, extrem leicht. Und trotz alledem schnittig, das schauen wir uns dann nachher gleich an, hat eine Klingenlänge, mit der man auch vernünftig arbeiten kann. Hier hinten eben die Möglichkeit, mit dem kleinen Finger durchzugehen, um es wirklich schön festzuhalten. Dann ist auch hier da am Griff ein bisschen Kunststoff eingebracht. Das ist sehr, sehr praktisch, damit man das auch wirklich gut halten kann. Und ich finde auch, dass es gut in der Hand liegt. Ja, und jetzt schauen wir uns einmal an, was es kann. Also ganz klassische Schnitzarbeiten kann man natürlich damit machen, und es ist auch sehr scharf. Der Wolfgang passt immer gut auf seine Messer auf, die sind immer sehr scharf. Immer das, was man, wenn ich kenne ihn ja jetzt schon ein Jahr oder über ein Jahr, weil er ja immer wieder bei Kursen dabei war, und immer wenn er Messer dabei hatte, ja, dann waren die extrem scharf, und so ist es auch hier. Ich finde das jetzt insgesamt zum Schnitzen, ist es in Ordnung. Was mich ein bisschen stört, und das sieht man jetzt hier, ja, hoffentlich, wenn die Kamera scharf schaltet, das hier, das drückt in meinen Daumen. Ich bin halt jemand, wenn du das nicht tust, aber die meisten tun es, wenn du beim Schnitzen, wenn du ein bisschen härteres Holz hast, dann musst du ja mit gut die Klinge gut führen können, und dann musst du ja mit Druck arbeiten, und da drücke ich da hinten drauf, und da finde ich das hier eigentlich unangenehm, aber das mag ich bei fast keinem Messer. Und es ist nicht scharfkantig, aber man spürt es halt doch sehr, sehr stark. Und ja, das ist ganz einfach nicht so toll. Was auch ein Thema ist, wenn ich jetzt nach vorne schnitze, ja, dann ist das in Ordnung mit dem kleinen Finger, der durch den Ring geht. Wenn ich es aber jetzt in die Backhand sozusagen nehme, oder wie auch immer man das nennen mag, und so schnitzen mag, dann tut mir genau das hier da weh. Das sieht man auch schon wieder. Meine Hände sind so richtig wie Plastilin. Ja. Oder sind sie schon zu fett, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, man sieht jeden Abdruck. Das ist ein bisschen ein Nachteil. Und was jetzt beim Schnitzen auch noch ein Thema ist, du siehst hier, da die Klinge, der Anschliff geht nicht bis ganz nach vor, sondern da ist jetzt sicherlich 1,5 oder 1,2 cm, so ungefähr, Stopp. Das heißt, ich kann jetzt hier ansetzen und nicht da. Und das bedeutet automatisch, dass ich nicht so viel Druck aufbauen kann. Es ist auch so, dass meine Kontrolllinie, jetzt werde ich schon philosophisch fast, gell, die Kontrolllinie des Messers auch nicht ganz ideal zum Schnitzen ist. Aber ich glaube, das Messer, wobei es geht natürlich, ich meine, es ist sauscharf und es geht auch und es ist okay, aber ich glaube, dass dieses Messer ja kein typisches Schnitzmesser ist, wenn ich schnitzen will, ein Opinel oder ein Mora-Messer. Sondern ich glaube, es hat ja ganz andere Gründe. Ich weiß es nicht, aber da steht drauf Bird and Game, und ich glaube jetzt nicht, Bird and Game, dass damit jetzt gemeint ist Vogel und Spielen, Spielvogel oder Spielvogel, Vogelspiel, sondern ich glaube, dass das wahrscheinlich dazu gemacht ist, um an Vogel oder Game, ich schätze das jetzt mal so, vielleicht bin ich komplett falsch, ja, aber irgend Wildfleisch oder sonst irgendetwas damit zu verarbeiten. Und da ist es natürlich nett, weil es rutscht dir sicher nicht aus der Hand. Also wenn du jetzt irgendwas schneidest, ich meine, zum Aufbrechen jetzt, ja, es geht auch so ein bisschen Spearpoint-mäßig, also es kann alles gut funktionieren, aber so halt nicht. Aber wenn ich jetzt so zum Schneiden, kann ich mir sicher sein, dass man das nicht abrutscht, dass ich nicht abrutsche, und das ist in Ordnung. Es ist wirklich sauleicht, es wiegt überhaupt nichts, das muss ich wirklich sagen. Und es ist auch, und das ist auch nicht schlecht, diese Securex, diese unter Anführungszeichen Kydex-Scheide, die da mitgeliefert wird, da passt es rein. Kann nicht rausfallen, zeigt er das jetzt, kann nicht rausfallen. So, Kamera bitte scharf schalten, wenn ich will zeigen, dass das nicht rausfallen kann, weil hier eine Sicherung ist. Und das heißt, du nimmst das Messer, drückst dann hier mit dem Zeigefinger drauf, und dann kannst du das rausziehen, durch das Drücken von diesem Hebel hier. Das Messer hat er schon etwas länger, sieht man auch, dass er da schon einiges damit gearbeitet hat, es ist schon abgegriffen, es ist einige Mal nachgeschliffen worden, also das hat er schon länger, und das Teil hier
hält noch immer. Es ist vielleicht beim Reingeben jetzt schon ein bisschen knackiger, er hat es ja schon einige Zeit. Und ja, aber ist ein nettes Messer. Ich wollte es dir ganz einfach vorstellen. Wenn dir so etwas gefällt und wenn du diesen Stil magst, wenn du ein Neckknife haben willst, ich glaube, dass das auch 42A-konform ist, weil es nicht zu lang ist und so, also ist sicher eine nette Sache und wollte dir vorstellen. Ich mag dir um einen Kommentar bitten, ob du dieses Messer kennst und was du davon hältst. Ja? Ganz klar, mit allen Vor- und Nachteilen, erzähl uns da ein bisschen was, das wäre super. Mag dir um einen Daumen nach oben bitten, Link zu dem Produkt findest du unten. Aber wenn du das erste Mal hier bist, da geht es zum Rainer Rossmann Survival-Kanal, ein paar andere Videos zum Anschauen und danke Wolfgang fürs Ausleihen und Herumspielen. Bis dann, ciao.